Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Yoga-Video mit mir. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Freue mich, dass du ein Teil dieser gemeinsamen Yoga-Klasse geworden bist, dass ich dich begleiten kann und wir gemeinsam Yoga erfahren dürfen. In diesem Sinne willkommen und Namaste. Heute in diesem Video habe ich für dich eine Yoga-Klasse zusammengestellt, die zwei geteilte Erfahrungen macht. Der erste Teil dieser Yoga-Klasse wird recht intensiv sein, kraftvoll sein. Da geht es vielleicht aus Richtung Workout, also perfekt eigentlich dafür, wenn du mal einen anspruchsvollen Tag hinter dir hast, wenn du das Gefühl hast, du magst dich mal abarbeiten, um dadurch Dinge besser loslassen zu können und einfach ja mal dich energetisieren möchtest. Der zweite Teil ist dann deutlich unterschiedlich. Das ist dann ein Teil, in dem wir uns viel Zeit nehmen, in dem wir in Ruhe mit viel Dehnung in bestimmte Posen hineinschmelzen werden und die Erfahrung machen, Dinge auch mal wieder loszulassen. Also du siehst eine sehr schöne, vielfältige Yoga-Praxis, die auf uns wartet. Im Schwerpunkt sind es die Kraft der Körpermitte und hüftöffnende Erfahrungen. Also alles, was um die Beugung und Abduktion und Außenrotation der Hüftgelenke geht. Wie immer gilt bei Yoga-Klassen, die online sind, lausch nicht nur mir, sondern auch deiner inneren Lehrpersönlichkeit, die genau weiß, was für dich heute und in diesem Moment gut ist, was du mitmachen möchtest, vielleicht auch vertiefen möchtest oder wo es sich lohnt, auch mal einen Schritt zurückzugehen, um Dinge auszulassen. Also mach das in Summe so, dass du einen guten Weg für dich durch diese Yoga-Praxis hindurch findest. Und dann freue ich mich, dass wir das gemeinsam beginnen dürfen. Lass uns die Matte ausrollen. Und starten. Gut, du brauchst jetzt zum Beginn dieses Anstiegs eine Decke. Und diese Decke eher in einem länglichen Format, also ungefähr so hier. Länglichen Viereck und dann ja, roll einfach diese Decke von der langen Seite beginnend ein, macht eine Rolle draus. Gut, wenn du diese Rolle für dich gemacht hast, dann leg sie dir bitte auf die Yogamatte. Und zwar quer. Und da legen wir uns jetzt drüber für den Anfang, also dass es eine passive Rückbeuge wird. Das heißt, du legst dich ungefähr auf Höhe der Schulterblätter über diese Rolle hinweg. Das bedeutet kurz unterhalb der Schultergelenke. Gut, dann brauchst du sicherlich die Möglichkeit, ein Kissen zu nutzen, also wenn der Kopf sehr tief ist. Du hast das Gefühl, dass da drückt es jetzt eher in den Nacken und der Hals wird sehr überdehnt und überstreckt und der Kehlkopf zieht. Dann nimm dir ein Kissen, leg den Kopf also etwas höher. Andererseits kannst du auch gerne probieren, dich daran zu gewöhnen. Es ist in der Regel gar nicht so schlecht, wenn der Kopf ein bisschen zurückkommen kann im Alltag. Gut, dann lass die Füße aufgestellt. Du kannst die Arme ausbreiten auf der Deckenrolle oder vor die Deckenrolle oder hinter die Deckenrolle Richtung Kopf bringen. Also schau für dich, wo die Arme jetzt gemütlich sind. Leg sie da ab. Dann bring die Füße zueinander, bring die Fußsohlen zueinander und lass die Knie nach außen sinken. Wir sind jetzt in der liegenden gebundenen Winkelhaltung im Yoga, in Supta Baddha Konasana. Das ist ein erster Hüftöffner für die Leisten. Und das kombiniert mit einer kleinen Rückbeuge. Und das hat sehr schöne Vorteile. Zunächst kannst du gerne die Augen schließen, dich nochmal gemütlich einrichten und dir vorstellen, dass du im Laufe der Zeit ganz weich in diese Haltung hineinschmilzt. Also auch über die Deckenrolle hinweg schmilzt. Auch in den Hüften, den inneren Leisten ein Gefühl von Weite oder eine Weichheit integrierst. Und nimm die Atmung wahr, wie sie jetzt fließt. Und lass dich mit der Ausatmung über diese Rolle hinwegschmelzen. Die Rolle unter dir hat den Vorteil, dass die Brustwirbelsäule in eine Rückbeuge geführt wird, der obere Rücken sich also streckt.
Das mobilisiert den oberen Rücken. Das schenkt der Vorderseite deines Körpers etwas mehr Weite und Größe. Das heißt also, die Achse zwischen dem Schambein und dem Brustbein streckt sich. Genauso auch eine Querachse zwischen den Schultern, den Schlüsselbeinen und dem Brustbein streckt sich. Der Brustkorb wird sanft geweitet, die Rippen werden gehoben. Das dehnt etwas die Zwischenrippenmuskeln und das schenkt den Lungen, also dem Atemraum im Brustkorb, etwas mehr Freiheit. Nimm also wahr, wohin du jetzt atmest. Dann lass einen Moment der Entspannung entstehen dürfen. Das ist ein Moment ganz für dich. Ein Moment, um von Dingen loszulassen, vom Alltag loszulassen, der dich sonst beschäftigt. Das ist ein Moment, um wirklich hier anzukommen, in dieser Form, in dieser Position, auf der Yogamatte unter dir. Und so kann das Gefühl der Entspannung sich ausbreiten. So können die Gesichtszüge weich werden, die Augenlider sich weich schließen, der Raum zwischen den Augen weit werden. Die Stirn kann sich glätten, die Kiefergelenke sich entspannen und der Unterkiefer sich etwas entfernt vom Oberkiefer. Die Lippen sind weich geschlossen, die Zunge wird breit und gleitet etwas zurück. Schick dieses Moment der Entspannung auch in den Herzraum. Auch das Herz, das zweite wichtige Organ im Brustkorb, erfährt hier eine innere Weite. Es kann sich ausbreiten, symbolisch. Damit auch die Qualitäten, die wir mit dem Herz verbinden. Die Güte, die Zuneigung, die Anerkennung, die du dir selbst und anderen schenkst. Stell dir vor, das Herz wird weich und weit. Und du lässt es atmen, du atmest dahin. Spür sogar, wie es in deiner Brust schlägt. Und dann schick dieses Gefühl der Entspannung tiefer in den Körper, über den Bauchraum, in das Becken, von dort in die Leisten, in die Hüften, in die Oberschenkelinnenseiten. Lass sogar dort die Atmung ankommen. Und dann atme beim nächsten Mal etwas tiefer ein. Auch bis hin zum Becken und dann tief wieder aus. Nochmal tief einatmen. Und tief ausatmen. Oder lass die Atmung frei, so wie sie kommt und gehen darf. Dann bring die Hände an die Oberschenkel und begleite mit den Händen die Knie wieder zueinander, zur Mitte nach oben. Dann lass deine Beine ausgleiten. Leg die Arme hinter dir ab, sofern es für die Schultern gut möglich ist. Du kannst auch die Arme anbeugen, wenn es leichter ist. Oder du verhakst die Daumen, streckst dich über die Fingerspitzen nach hinten, über die Fußzehen nach vorn. Atme ein, streck dich ganz lang. Atme aus, entspann dich nochmal in diese Form und Größe. Einatmen, wieder ausstrecken. Wachs in deine eigene Größe. Ausatmen, entspann dich in sie. Und nochmal, atme ein, streck dich noch ein bisschen mehr, reckel dich nach rechts und links noch größer, noch weiter und länger, die wahre Größe. Und dann atme aus, lass wieder los, bring die Arme zurück nach vorn, still einen Fuß nach dem anderen auf und gönn dir einen Moment Zeit, um die Deckenrolle unter dir zur Seite zu nehmen. Okay, dann leg dich nochmal zurück auf die Yogamatte. Lass dir die Füße aufgestellt und spür jetzt den direkten, den unmittelbaren Kontakt zur Yogamatte unter dir, wie sich das auch im Schulterbereich, im Schultergürtel, aber auch in der Vorderseite deines Körpers, im Brustkorb anfühlt. Gut.
Dann nimm auch die Atmung wahr, wohin sie jetzt fließt und wie sie sich da anfühlt. Beginnen mit einer kleinen Bewegung im Beckenbereich. Du kannst dir vorstellen, das Becken ist wie eine Schale und du kippst jetzt diese Schale nach vorn aus. Das bedeutet, dass der untere Rücken ein Hohlkreuz formt. Und jetzt kippst du dein Becken wieder zurück, rollst es ein, ziehst dein Schambein Richtung Bauchnabel und senkst den unteren Rücken zur Yogamatte unter dir. Ihr macht das ein paar Mal abwechselnd, diese Beckenschaukel. Du rollst auf dem Kreuzbein, also du lässt dein Becken geerdet und kannst dann spüren, wie der untere Rücken sich bewegt, wie er sich mal komprimiert im Hohlkreuz und sich mal langstreckt, wenn er am Boden ist. Wenn du das nächste Mal dein Becken einrollst, dann heb es langsam nach oben, roll den Rücken Wirbel für Wirbel nach oben hoch, komm bis vor zum Brustbein, heb das nach oben und leg dich dann vom Brustbein und Schulterbereich wieder zurück nach vorn. Zieh dein Gesäß Richtung Fersen, leg es ab, kipp es nach vorn aus. Nochmal Becken einrollen, nach oben bringen, nimm auch die Arme mit dazu, mach einen großen Bogen mit den Armen nach hinten. Der Rücken ist oben, die Arme sind hinten und dann komm wieder zurück, leg dich nach vorn wieder ab und kipp am Ende dein Becken nach vorn aus. Wenn du einatmest, rollst du dein Becken ein, rollst den Rücken hoch, hebst die Arme nach hinten. Wenn du ausatmest, bringst du alles zurück, legst die Arme nach vorn, rollst dich ab und kippst am Ende dein Becken aus. Mach das noch 4 Runden für dich selbst. Schon weich und geschmeidig. Wenn du dann diese vierte Runde beendet hast, wenn du also mit dem Becken wieder angekommen bist am Boden, dann verweile hier einen Augenblick und nutze den Moment, um die Knie zu dir heranzuziehen, zu Apanasana. Also zieh die Knie zum Brustkorb, du kannst die Kehlen greifen, wenn das für dich schöner ist, oder eben auch die Knie greifen. Dreh dann die Ellenbogen etwas nach außen und schaukel nach rechts und links, um dem unteren Rücken eine schöne Massage zu schenken. Ja, dann komm in der Mitte wieder an, stell die Füße wieder auf, leg die Arme Richtung Beckenbereich auf die Yogamatte. Wir gehen jetzt in einen Moment der Kraft in der Bauchmuskulatur, zieh dafür die Knie zu dir heran und schieb deine Füße nach oben. Du musst die Beine nicht durchstrecken, du kannst sie aber gut und lang ausstrecken. Du kannst das Ganze unterstützen und die Hände sanft nach unten drücken in die Unterlage. Dann sammelst du Kraft in der Körpermitte, saugst den Bauchnabel etwas ein, schließt den Beckenboden und nutzt die Ausatmung, um für einen Moment die Füße hochzuschieben und dein Becken kurz abzuheben. Und einatmen, kommst du zurück mit dem Becken. Nochmal ausatmen, Becken hochschieben, Füße hochschieben, einatmen, zurück. Noch 15 Mal. 15, 14, 13, 12, atme tief, 11, 10. Du kannst die Hände weniger den Boden drücken, wenn du magst. 9 und 8. Und 7 und 6, 5, 4, 3, noch 2, noch 1 und letztes Mal. Oh, dann komm wieder zurück, die Knie anbeugen, die Schienbeine oder Knie oder Kniekehlen greifen und durchatmen. Nutz wieder kleine Bewegungen. Vielleicht magst du schaukeln, was anderes machen, was dir hier gut tut. Atme durch. Gut, dann komm wieder an.
Verschränk jetzt die Hände hinter deinem Kopf, heb den Kopf an, schau nach vorn Richtung Oberschenkel und leg deinen Kopf zurück in die Hände, sodass der Halsbereich sich entspannen kann. Schieb wieder die Fersen nach oben, lass dein rechtes Bein oben. Wenn du ausatmest, dann schieb das linke Bein nach vorn. Wir sind jetzt in einer Statik, halte diese Spannung, zieh die Beinmuskeln zum Becken, schließ den Beckenboden. Wenn du mehr möchtest, dann roll dich weiter hoch, sodass nur noch die unteren Schulterblattspitzen am Boden sind. Wenn du weniger möchtest, dann leg dich ein bisschen tiefer. Sei durchaus dir selbst gegenüber etwas fordernd, ohne zu überfordern. Das heißt, es darf brennen, es darf vibrieren, aber du solltest noch atmen. Gut. Einen Moment halten. Und wieder auflösen. Bring beide Beine nach oben. Nochmal ausatmen. Die Fersen hochschieben, Becken kurz abheben. Einatmen, zurückkommen. Ausatmen, rechtes Bein nach vorne ausscheren lassen. Schieb beide Fersen weg. Zieh die Beinmuskeln wieder Richtung Becken. Den Beckenboden schließen. Bauchnabel etwas einsaugen. Und trotz allem atmen. Und nimm die Spannung wahr, nimm die Kraft wahr. Noch einen Moment halten, es darf vibrieren, es darf auch brennen in der Bauchdecke. Und dann komm wieder nach oben hoch, nochmal ausatmen, das Becken hochschieben, die Fersen hochdrücken. Einatmen wieder zurück, die Füße aufsetzen, den Kopf ablegen, die Arme zurücklegen und durchatmen. Gut, wir machen eine Drehbewegung jetzt daraus. Du kannst die Arme gerne weiter nach außen ausbreiten und ablegen und dann mit den Beinen einfach ganz entspannt nach rechts und links schaukeln. Führ den Kopf entgegengesetzt mit und nimm wahr, wie der gesamte Rückenbereich sich verschraubt. Gut, dann komm wieder in der Mitte an, zieh nochmal beide Knie zu dir heran, greif mit beiden Händen dein linkes Knie, streck dein rechtes Bein nach oben aus und schwing dich darüber hoch zum Sitzen. Dann wechsel von hier in den Vierfüßler. Gut, der Vierfüßler. Du kannst die Füße aufstellen, du kannst die Füße auch ablegen, je nachdem, was für die Knie sich besser anfühlt. Die Hände auffächern. Handgelenke entweder direkt unter die Schultergelenke oder wenn es für die Handgelenke etwas bequemer ist, dann auch vor die Schultergelenke die Hände aufsetzen. Und jetzt kommst du in den Katzenbuckel, rollst dich ein, Bauchnabel ziehst du hoch, Flanken hebst du hoch, rollst dich mit dem Kopfbereich ein, dann der Pferderücken, du tauchst mit der Wirbelsäule nach unten ein und bringst am Ende den Blick nach vorn. Ausatmen, in den Katzenbuckel einrollen, einatmen zum Pferderücken eintauchen. Auch hier noch viermal. Und nach diesen viermal landest du neutral im Vierfüßler. Gut, stellst den rechten Fuß hinter dir auf, schiebst ihn auf der Matte zurück nach hinten und hebst dein rechtes Bein an. Schieb die rechte Ferse weit von dir weg, fächer einmal die rechten Finger auf, mach eine gute, stabile Basis und dann streck den linken Arm diagonal nach vorn, den Daumen nach oben und die rechte Ferse schiebst du zurück. Zieh wieder Kraft in die Körpermitte, saug den unteren Bauchbereich etwas nach innen, da wo ein Hosenknopf wäre oder ein Gürtel. Versuche das ein bisschen enger zu machen und von dort dich nochmal auszustrecken. Wir bleiben hier, halten das noch einen Moment. Atme weiter. Nimm auch wahr, was geschieht. Drück dich mit der rechten Hand vom Boden weg, heb dich aus der Schulter heraus nach oben. Wenn du magst, dann heb Arm und Bein etwas höher an. Mal ganz lang werden aus der Mitte, aber die Kraft der Mitte nicht verlieren. Gut, dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Mal ausatmen, Katzenbuckel.
Einatmend Pferderücken, noch eine Runde ausatmend Katzenbuckel. Einatmend der Pferderücken, dann zurück zur Neutral. Dann stellst du den linken Fuß auf, schiebst das Bein nach hinten raus, hebst es ungefähr parallel zum Boden unter dir an. Linke Hand fächelst du auf, machst eine große Basis und streckst den rechten Arm nach vorn, Daumen nach oben. Linke Ferse schiebst du weg, dann ziehst du erstmal die Kraft wieder Richtung Körpermitte, schließt den Beckenboden, saugst den unteren Bauchbereich etwas nach innen und von dort streckst du dich wieder lang über Ferse und Fingerspitzen. Halte das. Drück den Boden mit der linken Hand weg und heb dich aus der Schulter heraus nach oben. Kannst du sicherlich jetzt auch in der Brustmuskulatur spüren. Du kannst optional gern Arm und Bein noch ein bisschen mehr anheben. Wird wahrscheinlich schon warm oder fängt ein bisschen an zu vibrieren. Das ist durchaus gewollt. Und nochmal tief durchatmen. Und dann lande wieder im Vierfüßler. Mal ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Pferderücken. Dann kommst du neutral zurück, wie in eine Drehung. Mit dem nächsten Mal, wenn du einatmest, bringst du den rechten Arm über die Seite nach rechts hoch. Wenn du ausatmest, schiebst du den Arm nach links, kannst den linken Arm etwas anbeugen. Einatmen, nach rechts aufdrehen. Ausatmen, nach links einrollen. Noch 4 Runden. Lass dir Zeit mit der Atmung. Und wenn du dann das nächste Mal ausatmest, dann komm mit der Hand wieder zurück in den Vierfüßler. Jetzt die rechte Hand gut erden. Mit dem nächsten Einatmen den linken Arm über die Seite anheben. Ausatmen, den Arm nach rechts wegschieben, den rechten Arm leicht beugen. Einatmen, wieder aufdrehen. Ausatmend einrollen und noch 4-mal mit dem Einatmen beginnen. Und mit dem nächsten Einatmen noch einmal ganz lang nach oben ziehen. Mit dem Ausatmen zurück in den Vierfüßler. Einatmen Pferderücken. Ausatmend Katzenbuckel. Einatmend Pferderücken. Ausatmend Katzenbuckel. Nochmal einatmend in den Pferderücken fließen, den Blick nach vorn bringen. Ausatmend schieb dich zurück Richtung Kind, das Gesäß Richtung Fersen. Leg die Oberschenkel ab. Leg dich auf die Oberschenkel ab. Lass die Hände vorn und krabbel mit den Fingerspitzen nach vorn. Wird ganz lang in den Körperseiten. Atme nochmal aus, schieb dein Gesäß zurück. Einatmend, komm hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken. Jetzt stell die Füße auf. Ausatmend, kommst du zum abwärts schauenden Hund. Nutz hier die eine oder andere Bewegung, die dir gut tut. Du kannst also auf der Stelle laufen, klein oder groß, langsam oder schnell. Du kannst dein Becken mitbewegen, du kannst den Kopf durchbewegen. Alles, was du bewegen magst. Und dann lass diese Bewegungen ausklingen und komm in deine Form des abwärts schauenden Hundes. Gut. Hier beugst du beide Knie an, sodass die Fersen sich deutlich heben, sodass du an die Oberschenkel herankommst. Jetzt schieb die Hände nach vorne runter und zieh deine Hüfte nach hinten hoch. Zieh dich ganz hoch nach oben, 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 ein bisschen länger noch werden in den Flanken. Die Arme strecken. Und jetzt senk die Fersen bewusst und aktiv wieder nach unten Richtung Erde. Atme in die Dehnung. Du drückst Hände und Füße nach unten, um mit dem Becken nach oben zu schieben und nach hinten wegzukommen. Zieh jetzt die Hände aufeinander zu, als würdest du die Matte falten zwischen den Händen. Zieh die Füße aufeinander zu, als würdest du auch die Matte falten. Zieh alles, also zieh Arme und Beine zur Mittellinie deines Körpers und streck dich dort nochmal länger, schieb dich nochmal ganz weit raus, nach oben. Nimm diese Größe mit in den hohen Liegestütz.
Du schiebst die Fersen zurück, ziehst den Scheitel nach vorn, drückst nochmal die Beine aufeinander zu und ziehst die Hände, schleifst sie auf der Matte aufeinander zu, als würdest du die Matte falten. Das ist durchaus energetisch und kraftvoll, es kann ein bisschen vibrieren. Ja, du ziehst alles zur Mitte deines Körpers, Arme und Beine, und streckst die Mitte nochmal lang zwischen Fersen und Scheitel. Atme, spür diese Kraft, auch in der Mitte des Körpers. Dann senk die Knie zur Erde und leg dich in die Bauchlage ab. Gut, beweg ein paar Mal die Schultern bitte. Mach so schöne, weiche, große Bewegungen, wie sie jetzt hier möglich sind. Oh, dann komm wieder an, dass beide Schultern sanft zurückgleiten. Versetz die Hände ein kleines Stück nach hinten, hinter die Schultern. Jetzt drückst du die rechte Hand nach unten, schraubst den Oberkörper nach rechts auf. Der Blick gerne Richtung Schulter, atme hier ein, atme aus, leg dich in die Bauchlage zurück. Einatmend nach links aufdrehen, Hand nach unten drücken, Blick Richtung Schulter, ausatmend ablegen. Noch viermal jede Seite. Nimm wahr, wie der Rücken sich anfühlt. Mach das für den Rücken angenehm. Ja, das ist eine schöne, weiche Bewegung. Es kann weich und geschmeidig werden. Und du kannst auch mal schauen, vielleicht geht es da im Laufe dieser letzten Runden noch ein bisschen höher. Ja, wo magst du da ankommen? Was tut dem Rücken gut? Das ist dann sicherlich schon die vierte Runde. Wenn du von der linken Seite das nächste Mal zurückkommst in die Mitte, dann bleib dort in der Bauchlage. Gott. Schieb deinen Steiß nach hinten, roll nochmal die Schultern weit nach hinten oben und dort zurück Richtung Steißbein und Gesäß. Jetzt ziehst du die Innenseiten der Oberschenkel hoch, hebst die Beine dadurch ab, hebst sie über die Innenseiten an und schieb die Zehen von dir weg. Atme ein, zieh dich ein bisschen höher mit den Beinen und mit dem Brustkorb. Und ausatmend, komm wieder tiefer. Du brauchst die Beine gar nicht abzulegen. Einatmend, zieh dich hoch nach oben, zieh dich lang und hoch. Ausatmend, komm wieder tiefer. Noch viermal. Einatmend, heb auch die Arme vom Boden ab, die Hände vom Boden lösen. Ausatmend, ein bisschen tiefer kommen, aber nicht ablegen mit den Händen. Einatmend, hoch, zieh die Ellenbogen aufeinander zu. Ausatmend, wieder tiefer kommen. Nochmal einatmend, hoch, die Ellenbogen aufeinander zuziehen. Ausatmen, tiefer. Letzte Runde, einatmen, komm nochmal hoch. Bleib hier oben. Streck dich lang zwischen den Zehenspitzen und dem Scheitel. Heb Kopf und Füße etwas höher. Zieh die Hände ein Stück weiter zurück, die Ellenbogen aufeinander zu. Gib dem Nacken etwas Raum. Einmal einatmen und ausatmen, die Füße und Hände wieder ablegen. Einatmen, Schultern nochmal zurück, zieh dich nach vorn hoch. Die Cobra. Ausatmen, komm wieder zurück. Der abwärts schauende Hund. Nutze nochmal Bewegungen, die hier schön sind für dich. Ja, dann lauf mit den Füßen nach vorn Richtung Hände und komm in eine weiche Vorbeuge. Das wird dann gut, wenn du die Knie weit beugst und dich ganz weich und sanft entspannst. Du kannst ja gerne die Schultern bewegen, den Nacken, den Kopf bewegen, die Arme mal baumeln lassen oder kleine Federbewegungen mit dem Oberkörper einbauen. Gut, zieh dich in die halbe Vorbeuge nach vorn, nimm gern die Hände mit an die Beine, drück die Hände gegen die Beine, zieh den Brustkorb nach vorn, zieh den Scheitel nach vorn, atme ein, atme aus und die ganze Vorbeuge nach unten. Einmal einatmen, in die halbe Vorbeuge nach vorn ziehen, ausatmend in die ganze Vorbeuge eintauchen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge kommen, bleib hier, du kannst gern die Beine mehr strecken, den Brustkorb nochmal nach vorn ziehen, dem Scheitel nach vorn wachsen, dann breite hier die Arme aus, drück die Handflächen oder die Handrücken nach oben, zieh dich nochmal lang und dann kommst du ganz in Ruhe nach oben in den Stand, du breitest einatmend die Arme über den Kopf nach oben aus, ausatmend bringst du die Hände zum Herz, einatmend die Knie etwas anbeugen, über vorn hochkommen, streck dich ganz hoch nach oben. Ausatmen, die Arme ausbreiten, Oberkörper nach unten verneigen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, den Brustkorb nach vorn ziehen,
Flanken lang, ausatmen, ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, die Arme ausbreiten, nach oben wieder auftauchen, in den Stand, streck dich ganz hoch in Tadasana, ausatmen, die Hände zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn nach oben, ganz weit wachsen, ausatmen, die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana, lange Flanken. Ausatmen nochmal, Uttanasana, die Vorbeuge. Jetzt den rechten Fuß mit dem Einatmen weit zurück, das Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, die Knie ablegen, der Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Jetzt drückst du die rechte Hand nach unten, hebst dein rechtes Bein hoch, schieb dich über die rechte Ferse weit nach hinten hinaus, weit in die Welt nach hinten. Senk die linke Ferse einen Moment tiefer. Zieh wieder alles zur Körpermitte, alle Energie. Dann komm damit nach vorne, den hohen Liegestütz, ganz stabile Körpermitte, Unterbauch einsaugen, Beckenboden schließen. Langsam und kontrolliert ablegen, die Ellenbogen nah an den Körper bringen, leg dich ganz langsam ab. Lass das rechte Bein gern noch gehoben, Schultern rollen zurück, die Kobra, atme hier ein. Aus der Kraft der Körpermitte, wenn du ausatmest, schiebst du dich zurück, diesen abwärts schauenden Hund. Rechte Ferse nochmal hochschieben und einatmen, den Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, das Becken erden. Gut, wir bleiben einen Augenblick hier. Versetzt den rechten Fuß eine Fußbreite nach außen, bitte. Die linke Hand unter die linke Schulter stützen. Der linke Fuß kann auch ein bisschen nach außen, ein bisschen nach vorne, also schräg nach außen. Gut, rechter Arm auf deinen rechten Oberschenkel oder auf das Knie. Drück da sanft nach unten und dreh dich nach rechts auf. Jetzt bring den rechten Arm über die Seite nach oben hoch. Folg gern mit dem Blick, dem Arm nach oben Richtung Decke. Einatmen, zieh dich ein bisschen höher. Ausatmen, entspann dich in die Drehung. Tief atmen. Jetzt stell dir vor, du ziehst die Beinkraft Richtung Becken. Also würdest du so einen Muskelstrumpf anziehen und Richtung Becken ziehen, den Beckenboden schließen. Jetzt drückst du den rechten Fuß, auch die rechte Ferse, deutlich nach unten. Versuch da einen Moment mal die linke Hand vom Boden hochzunehmen. Also dich ein bisschen höher zu ziehen, sodass die linke Hand den Boden verlässt. Mal hier sein, zieh dich noch ein bisschen höher, höher, höher. So, jetzt richte dich ganz langsam auf, ganz langsam, den rechten Arm nach hinten. Wunderbar, Oberkörper aufrichten. Der Blick gern wieder nach hinten, über den rechten Arm hinter dir zurück. Linkes Knie, das hintere Knie kannst du strecken oder ein bisschen mehr beugen, wenn es da angenehmer ist. Mal ausatmen, den Boden nach unten verwurzeln und wegdrücken. Einatmen, die Flanken heben. Jetzt setzt den hinteren Arm entweder an den Rücken, Gesäß oder an die hintere Beinrückseite. Vorderen linken Arm drehst du auswärts, streckst ihn ganz hoch nach oben und lehnst dich ein bisschen nach hinten an. Und dann komm erstmal an, wieder erden, Kraft und Balance finden, aber auch die Leichtigkeit, um dich aufzurichten im Brustkorb. Trag dein Herz nach oben, lass es atmen. Und dann komm wieder ein Stück zurück, die Arme wieder ausbreiten, den Blick wieder nach vorn bringen. Jetzt kommst du nochmal zurück in diese Drehung, die linke Hand langsam wieder aufsetzen. Rechten Arm nochmal nach oben bringen, atme ein, streck dich hoch, atme aus, wieder in die Drehung, weich werden. Nochmal einatmen, hochziehen über die rechten Fingerspitzen und ausatmen, die Hände zurück. Schritt zurück in den Hund. Ah, mal kleine oder große Bewegungen dir gönnen. Du kannst hier bleiben im Hund, du kannst auch in den Vierfüßler wechseln, wenn du Entspannung magst. Oder mit mir durch den Vinyasa, einatmen in den Liegestütz, ausatmen langsam zur Erde, Ellenbogen nah an den Körper. Du kannst auch schweben übrigens und einatmen von hier gleich in Kobra oder aufwärts schauenden Hund kommen. Ausatmen zurück, abwärts schauender Hund. Du drückst die linke Hand in den Boden, hebst das linke Bein hoch, schieb die linke Ferse weit in die Welt, lass die rechte einen Moment tiefer sinken. Atme und nochmal ausatmen, lang werden,
Einatmen, den linken Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, das Becken etwas tiefer erden. Gut, jetzt kann der linke Fuß ein kleines Stück nach außen, so eine Fußbreite nach außen. Rechter Fuß ein Stück nach außen und vor, also diagonal nach rechts vorn. Nur ein kleines Stück. Rechte Hand unter die Schulter. Linke Hand auf Knie oder Oberschenkel. Drück hier sanft nach unten mit der linken Hand und dreh dich nach links auf. Streck den linken Arm nach oben hoch. Und hier, wenn du einatmest, dann wachst an dir entlang nach oben. Wenn du ausatmest, dann wird weich in der Drehung. Dann stell dir auch hier vor, du ziehst dir einen Muskelstrumpf an. Du ziehst die Muskeln Richtung Becken, schließt den Beckenboden, drückst den linken Fuß und die linke Ferse nach unten. So kraftvoll drückst du den Boden weg, dass du den mit der rechten Hand den Boden auch mal ablösen kannst. Zieh dich mit dem linken Arm mit den Fingerspitzen noch ein Stück höher. Und dann komm ganz langsam hoch, ganz langsam. Lass dir Zeit. Und richte dich auf. Hinteres Bein, du kannst ein bisschen mehr beugen, wenn du möchtest. Den Blick auch ruhig nach hinten bringen. Einatmen, nach oben wachsen. Ausatmen, den Boden erden und nach unten drücken. Jetzt die hintere Hand, entweder an den unteren Rückengesäß oder an die rechte Beinrückseite. Rechter Arm dreht nach außen, Handfläche zeigt hoch, Fingerspitzen bringst du hoch, hebst den rechten Arm nach oben. Einatmen, streck die rechte Seite lang, ausatmen, lehn dich ein bisschen zurück nach hinten. Und versuch dich auszubalancieren, die Kraft wahrzunehmen. Linkes Knie kannst du nochmal anbeugen. Ich finde einen guten Mix auch aus Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und ganz langsam wieder zurück, die Arme ausbreiten. Dann bring den rechten Arm wieder nach unten zum Boden, linken Arm wieder hoch in diese Drehung. Wenn du einatmest, zieh dich lang, ausatmen, in die Drehung wieder weich werden. Nochmal tief durchatmen. Und dann bring die Hand wieder zurück zum Boden, schwing dich zurück in den Hund. Mal die Beine ausschütteln, dich durchbewegen, Spannung loslassen. Ein Vinyasa, einatmen nach vorn in den Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage oder schweben im tiefen Liegestütz. Einatmen Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmend abwärts schauender Hund. Einatmen senkt die Knie, komm in den Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen, komm zum Kind. Gut. Kommen wir mit der Atmung wieder in Verbindung. Atme in den Rücken. Einatmen, komm hoch in den Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Dann heb dein rechtes Bein einatmend nach oben. Du drehst die Hüfte auf, wenn du ausatmest. Rechte Hüfte stapelst du über die linke, das heißt, dein rechter Fuß zeigt nach rechts hinweg. Bei rechter Hand nach unten drücken, rechtes Bein ein bisschen höher heben und dann schwing den rechten Fuß nach vorn. Senk dein linkes Knie zur Erde und leg gerne auch den hinteren Fuß flach ab, es sei denn, es fühlt sich besser an, den Fuß aufzustellen. Dann lass ihn aufgestellt. Sonst leg ihn ab. Und jetzt beugt dein rechtes Knie so gut es geht an, sodass dein Becken nach unten eintaucht. Und wir bleiben hier einen Moment. Lassen einfach das Becken nach unten atmen. Ja, so gönn dir die Möglichkeit, dass du ein bisschen weicher wirst im Beckenbereich und in den Innenleisten. Aber auch im linken Oberschenkel, in seiner Vorderseite. So, dann wandere bitte mit dem rechten Fuß ein Stück nach innen zur Mittellinie deiner Yogamatte. Komm mit der rechten Hand ein kleines Stück nach vorn, sodass dein Arm nicht im Weg ist und du jetzt, auch mit der linken Hand, kannst du auch nach vorne bringst, du jetzt mit dem rechten Knie nach außen kommen kannst, um auf die Außenkante deines Fußes zu wechseln. Schau, wie gut es für dich hier funktioniert. Übertreib es nicht. Mach es immer freundlich für das rechte Hüftgelenk und das rechte Knie.
kannst mit den Armen noch weiter nach außen oder weiter nach vorn kommen, mit dem Becken dich tiefer reckeln. Aber schau immer, dass es für dich passt und angenehm ist und dass es nicht irgendwo zu fest wird, sondern in dieser Dehnung, dass du da weich bleibst. Und schick die Atmung in die Dehnung. Erlaub dir einen Moment auch wieder loszulassen. Dann komm langsam wieder zurück, lass dir Zeit dafür. Knie wieder nach oben, rechter Fuß wieder ein Stück nach außen, hinteren Fuß aufstellen, hinteres Bein strecken. Jetzt komm mit dem linken Fuß nach vorn, in die Vorbeuge nach unten, aber ganz weich hier eintauchen. Du kannst die Ellenbogen greifen, wenn du Lust hast, wenn du das schön empfindest. Wenn du das Gefühl hast, dass es jetzt im Kopf drückt oder in den Augen drückt, dann beug die Knie an, stütz die Unterarm oder Ellenbogen auf die Knie und machst dir ein bisschen leichter und besser. Und wenn es in der Vorbeuge angenehm ist, dann lass dich umso weicher nach unten schmelzen. Gut. Dann bring die Hände wieder zurück zur Yogamatte. Die halbe Vorbeuge, wenn du einatmest, zieh dich nach vorn lang. Die ganze Vorbeuge, wenn du ausatmest. Der rechte Fuß mit dem Einatmen ein zweites Stück zurück. Ausatmen, linker Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, wieder hoch, der Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Heb dann dein linkes Bein nach oben, schieb die Ferse weg, atme ein und dann atme aus, heb die linke Hüfte über die rechte hoch. Dein linker Fuß zeigt nach außen, linke Hüfte ist oben. Wenn du einatmest, dann heb dein Bein ein bisschen höher. Wenn du ausatmest, dreh dich nochmal mehr auf und dann schwing den linken Fuß nach vorn. Mal hier im Einatmen den Brustkorb nach vorn ziehen. Ausatmen, dein Becken ehren und dein rechtes Knie langsam ablegen. Hinteren Fuß auch gerne ablegen oder aufstellen, je nachdem, was da jetzt besser ist. Und dann gönn dir einen Moment Zeit, beug dein linkes Knie angenehm weit und lass dein Becken weich nach vorn runterschmelzen. Dann nimm die Dehnung wahr im Leistenbereich und im rechten Oberschenkel, auch im rechten Hüftbeuger. Atme dahin in diese dehnenden Erfahrungen. Lass dein Becken sich setzen. Und dann wandere mit dem linken Fuß zur Mittellinie deiner Yogamatte. Komm mit beiden Händen ein kleines Stück nach vorn und dann lass dein linkes Knie nach außen sinken. Komm auf die Außenkante deines Fußes. Dein Becken sinkt ein bisschen tiefer, räkel es sanft nach unten, lass dir Zeit dabei, schau, wo du auf der Seite ankommen möchtest. Nicht zu viel, tauch nicht zu tief ein, übertreib es nicht. Wenn irgendwas gegen diese Pose spricht, dann respektier das, dann komm wieder ein Stück zurück. Wenn es passt, dann lass dich hineinschmelzen, vielleicht auch mit dem Oberkörper. Gib nach in diesen Dehnungen und entspann den Kiefer und dein Gesicht. Gönn dir einen Augenblick noch Zeit. Langsam wieder nach oben zurück, bring das Knie wieder zurück nach oben, linker Fuß ein Stück nach außen, nochmal das Becken etwas eintauchen lassen,
Hinteren Fuß aufstellen, hinteres Bein strecken und der Schritt zurück in den Hund. Nutze hier Bewegungen, die für dich vorteilhaft sind, die dich verwöhnen. Dann komm in den Katzenbuckel nach unten, den Pferderücken in das Kind und mit dem Einatmen wieder hoch in den Vierfüßler. Wir bleiben hier jetzt, schieben das Gesäß ein bisschen zurück nach hinten, nicht weit, nur ein kleines Stück zurück. Und dann wandern mit den Händen nach vorn, so weit nach vorn, dass dein Oberkörper nach unten eintaucht, dass du die Stirn ablegen kannst, wenn das zu tief ist, dann nimm ein Kissen oder die Decke. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Schultern mehr Raum benötigen, dann zieh die Ellenbogen etwas nach außen, leg die Unterarme ab und bring die Handflächen zusammen. Wenn du das aktiver magst, dann lass die Arme nach vorn gestreckt, komm vielleicht auf die Fingerkuppen oder leg die Unterarme ab. Schau, auf welcher Modus für dich jetzt passt. Wir bleiben hier ein paar Momente. Daraus entsteht eine Rückbeuge, das heißt, dein Brustkorb und dein Herzraum schmelzen nach unten und der Rücken streckt sich. Erlaub dem Herz, weich zu werden. Lass dich hineinschmelzen im Rücken. Lass dein Herz atmen. Und komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler. Nutz nochmal Bewegungen, die für dich schön sind. Und dann setz dich bitte Richtung Fersen und einfach nach rechts. Jetzt lässt du dein linkes Bein im Grunde genauso, wie es ist und bringst den rechten Fuß nach vorn und zwar so, dass der Unterschenkel parallel nach vorn kommt, dass du fast so einen rechten Winkel im rechten Knie hast zwischen Ober- und Unterschenkel. Auch im linken Knie kannst du einen rechten Winkel probieren oder das entsprechend anders einrichten. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du sitzt nur auf der rechten Hüfte, auf der rechten Gesäßhälfte, ist das okay. Du kannst gleichwohl trotzdem die linke etwas erden. Wenn es irgendwo für dich jetzt nicht passt, in dieser doch sehr ungewohnten Form, dann passt das besser an. Also zieh einfach die Füße ein Stück weiter zu dir ran beispielsweise. Oder polster dir etwas drunter und setz dich höher. Du kannst gern hier bleiben, den Oberkörper nach vorn ausrichten und dich aufrichten. Oder mal schauen, ob du dich peu à peu nach vorn bewegen möchtest. Vielleicht sogar auf die Unterarme kommen magst. Schau, wie es für dich passt und respektiere die Möglichkeiten, die hier sind. Wenn irgendwas sich nicht mehr so schön anfühlt oder irgendwas dagegen spricht, das jetzt zu machen, dann mach das nicht und pass es für dich an. Wenn es für dich passt, dann lass dich hineinschmelzen. Du kannst dich auch gern noch tiefer legen, dich wirklich ablegen. Mal schauen, wo du jetzt sein möchtest. Und komm da an, wo du dich wohlfühlst, egal welche Form das jetzt ist, egal wie weit oder wie nicht, wie weit du gehst. Komm da an, wo es für dich gemütlich wird und verweil dort. Und gib der Atmung Raum.
entspann deinen Kiefer und deine Stirn, auch den Raum hinter der Stirn. Dann richte dich langsam wieder auf, löse es wieder Richtung Fersensitz auf. Dann bring dein rechtes Knie ein Stück nach außen, den linken Fuß nach vorn, setz dich nach links. Probier wieder diese rechten Winkel in Ober- und Unterschenkeln, zumindest im vorderen Bein, vielleicht auch im hinteren Bein. Auch hier, Seiten sind unterschiedlich. Wenn irgendwas jetzt dagegen spricht, dann passt das für dich besser an, sodass du dich wohlfühlst und dort ankommst, wo du sein möchtest und nicht sein sollst. Gut, die rechte Hüfte kannst du ein bisschen erden, sofern möglich. Entweder hier bleiben oder dich nach vorn positionieren. Mal schauen, was diese Seite mit sich bringt. Und da, wo du jetzt bist, lass dich dort hineinschmelzen. Lass dich atmen. Und dann komm langsam wieder zurück. Und in den Sitz kannst du gleich einfach den anderen Fuß nach vorn bringen, dir ein Kissen oder die gerollte Decke nochmal neben dich draufsetzen. Du kannst gerne die Beine verschränken, wenn du das magst. Dich gemütlich positionieren. Eine kleine Drehung hier, die linke Hand zum rechten Bein, rechte Hand nach hinten. Einmal ausatmen, dich drehen nach rechts und einatmen, dich aufrichten, dein Brustbein heben. Zieh es extra weit nach oben hoch und ausatmen, nochmal in die Drehung schmelzen. Einatmen, komm wieder zurück nach vorn. Ausatmen, nach links drehen, linke Hand hinter dir aufstützen. Einatmen, dein Brustbein weit nach oben heben. Das ruhig ein bisschen übertreiben als sonst, mehr als sonst. Ausatmen, nochmal in die Drehung schmelzen. Einatmen, zurückkommen nach oben, nach vorn, die Arme. Einatmen, heben, zieh dich ganz lang rechts und links. Und dann ausatmen, bring die Hände wieder zurück. Stütz beide Hände hinter dir auf. Zieh einatmen, dein Brustbein hoch. Eine Rückbeuge im oberen Rücken. Ein bisschen mehr dein Herz nach oben tragen. Den Kopf zurücklehnen, sofern das gut ist. Atme in die Vorderseite, atme Richtung Herz, lass dein Becken erden und komm wieder zurück in den Sitz. Dann schließ nochmal die Augen für einen Augenblick, für einen Moment. Nimm dich jetzt wahr, wie du dich anfühlst, wie es dir geht, wie sich dein Leib anfühlt, wie du atmest und wohin du atmest. Lass dich atmen. Und dann bringen zum Abschluss die Hände vor dem Herz zueinander. Eine schöne Geste, die uns dankbar werden lässt über die Erfahrungen, die wir uns immer wieder schenken im Yoga, über die Zeit, die wir finden, die Zeit, die du dir schenkst. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus. Bringst du sie über die Seite nach oben, über den Kopf. Ausatmen, bringst du die Hände zueinander, vor die Stirn, den Mund und das Herz. Nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, über die Seite nach oben
Ausatmend die Hände wieder Schritt für Schritt zum Herz zurückbringen. Dann verneig dich gerne einmal vor dir selbst mit einem Danke für dich, so wie du bist, so wie du sein darfst. So ist es gut. Für deinen Körper, so wie er ist, für dich selbst, so wie du bist. Mit all dem, was dich auszeichnet. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann lass uns die Augen wieder öffnen. Dann danke ich dir für das Dasein in dieser Stunde, für das Mitmachen, das Vertrauen und die Zeit, die du mir schenktest. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und herzlichen Dank. Namaste.